the power of the dark side. Ich verblase es gerade für die Forges. Jojo. So, ich baue eine Smithy. 4x4. Wirklich nur 4x4 oder? Ja, mehr brauchen wir nicht. Nee. Ja, okay, der ja, doch. Reicht. Okay, wir können alles später. Nee. Ja, ich habe gerade gedacht 2x2, also 4 Kästchen. Aber 4x4 ist okay. Noch 4x4 und dann können wir ja später. Ja, das reicht bauen. Ja so. Eigentlich. Falterei. Wo soll ich denn die Smithy hinbauen? Eher weniger stört. Ach so, da ist deswegen. Ich verstehe. Und die Nacht ist wieder da. Erstmal Schmiede irgendwo quatschen, das ist hier sowieso eine Rückwickungsstation. Kurz und die kurze Rückwickungsstation mit Heckschild, ne? Denk dran. Na, das hier, die Rückwickungsstation. Das hier wird ja nicht die Base, wir brauchen das Metall ja nur gerade, dass wir. Ja, das Tech-Shit wollen wir doch an die Main-Base, oder? Ja, müssen wir sogar, weil wir können es nicht umstellen. Insofern musst du erstmal die 4x4 Steinbase für Main-Base bauen. Mach einfach die Foundations. Ja, stimmt. Wir bauen doch einfach oben dann die Main-Base. Haben wir schon Metallwerkzeuge? Wir müssen uns doch dann, bloß sagen, wo es hin soll. Nein, wir müssen die, das Teil muss da rein. Also insofern. Wir müssen die Base haben, dann müssen wir Bescheid sagen und dann wird das Tech-Shield dahin. Haben die ihr Schild kaputt gemacht? Achso. Wäre jetzt irgendwie auch geil, so. So schnell schafft man das eigentlich nicht. Naja, selbst kaputt machen, ne? Ja. So, wir können eine Pick machen. Gut, der, wo die Pick nimmt, macht nur Metall. Und Obsidian. Okay, soll ich? Ja, erstmal bitte die drei Obsidiansteine oben machen. Ja, was hier. Was ich da so das ist Max Level. 100. 100. Oh, ich hab gleich mal 5 Picken gemacht. Wo ist der Pronto? 7 Picken noch. Der Jason hat schon regiert. Okay. Jeder kann sich eine Metallpicke. Da ist noch ein kleiner Baby. Hole, hier der Schrank habe ich umbenannt. Ein Holz, da ist Holz drin. Okay, gut. Der bringt aber noch mehr. Bestimmt nicht lange. Jason, holst du Fleisch? Kann ich versuchen. Ich mach da Armbrust und dann gehe ich die Tiere töten. Ja. Könnt euch hier Picken nehmen, ne?
In der Mörser. Alles Fleisch zu mir, weil ich bin kurz vorm Spoilen. Ich komm gerade wieder hochgerannt, hab zwar etwas wenig, aber. Ja gut, ich habe auch noch mal über 100 Spoilte. Wie weit ist die Base? Am Aufbau. Wir können gleich schon rufen. Ja, okay. Oh, Narkotik werden 63 schon mal hergestellt. Noch ein Hide. Hat irgendjemand Hide von euch? Ich. Jason hat alle Jage. Hast du, Jason? Bring's hoch, Jason, wir brauchen. Ja, ich komme gerade. Turret gelernt. Dach ist fertig, fehlen nur ein paar Wände. Ah, scheiße. Macht Impi, glaube ich, da vorne. Wände habe ich, ja. Auch komm, ich baue nicht mehr viele. Lasst du? Also, wie viel brauchst du, Finde? Ah. Sarodin, fang. Ich komme nämlich nicht vom Fleck. Ja, das kann ich mir vorstellen. Fleisch ist gleich oben. Und halt. Nein, was brauchst du noch? Müsste es eigentlich gewesen sein, danach können wir rufen. Also nimm mir weiterbauen, okay. Naja, erstmal, ne? So, hab gedroppt, ne, hier. Ja. Kannst rufen. MP rufst du? Hat doch gesagt, er geht nach der Reihe nach. Ja, deswegen. Trotzdem. Schnell rufen, jetzt weil. Rufen, sonst fallen wir durch die Reihe. Ja, was ist das denn für ein Skin? Woher hast du den? Diesen Pass. Hast du einen für mich? Nein, ich hab nur einen. Kriegst du den immer, wenn du stirbst? Ja. Nein, du bringst ihn nicht um. Nein, hab ich nicht vor. Stego! Wir sollten jetzt die Base hier unten relativ schnell aber nach oben verlegen, ne? Wir haben Stego gefunden. Ich auch gerade. Heile, bitte heile. Geil. 102, aber ein kleiner. Baby? Jetzt. Ja, Adolescent. Ich hab einen großen direkt vor unserer Base gesehen. Aber man kann die Schilder ja wieder aufheben, ne? Nein. Normale nicht. Hole, rennen wir oben über die Base drüber, da ist der 168er Bronto. Gleich wer da? Baby. Mal abschlachte. Ja, ich kill gerade hier den Stego. Wenn deiner runterkommt zu den Holzgates, ne? Mir helfen? Holzgates. Was willst du machen? Den Stego töten, für halt. Ich komm. Weiß es nicht, ich hab ihn eingebackt, aber der wird halt dann irgendwann wegrennen und dann ist es halt immer scheiße. Dann nehme ich schon. Ah, wobei, er ist eingebackt. Brauchst nicht kommen. Sagst du mir jetzt, wo ich da bin? Oder bei welchen Holzgates bist du? War da unten noch. Alles gut. Kannst wieder farmen. Ich glaube, ich bin eh zu den falschen Holzgates gerannt. Ja, nicht die schwarze Brücke, sondern der Krüppelaufgang. Da bin ich eigentlich auch. Moment mal, schwarze Brücke sind keine Holzgates, Steingates. Alles aus Stein. Ja, okay. Hey, Primate habe ich 10 Stück. Ja, ein Stego, 3400 halt. Geht eigentlich in den Regeln, dass man die Textschilder nicht zerstören kann, darf. Man darf waiten. Man darf also auch die Textschilder zerstören? Ja. Okay. Können wir uns ja schon mal drauf vorbereiten. Wie willst du ein Tech-Sheet zerstören ohne Tech-Waffen? 400 C4. Du brauchst dafür keine Tech-Waffen. Ja, 400 C4 für ein Tech-Sheet würde ich nicht opfern. Ja, du musst mir überlegen, das ist mega effektiv zu raiden. Also, meine Probleme mit diesem Spot. Impi, ja, bitte. Impi.
Ist irgendwie da? Du musst nach oben erstmal. Setzt gleich dahin, wo das Teil gebaut wird. Ende, wo soll's hin? Sucht dir was aus. Ich denke, hier rechts wäre am besten, weil wir dann den Großteil von unten auch noch mitkriegen. Setz es doch auf die eine Foundation, also, die da auf der Klippe steht. Nee, ich glaube, wir müssen es drin setzen. Erstmal einladen. Ah, der Baxi. Hi. Da ist ein Baby, und du darf ich den töten. Wollte halt auch machen, können wir zusammen machen. Sorry, Jungs. Ja, kein Headshots, Digga. Wenn es geht, mittig. Doch mega im Weg. Wieso mittig? So. Soll er nicht mittig? Wart. Beschissene, wo soll er hinbauen? Attack-Range, ey. Kann ihm keine Headshots verpassen. Alles andere hier nicht am besten, weil wir dann mehr von... hier im Eck, wo ich jetzt stehe. Baxi! Der denkt sich gerade auch nur, oh Gott. Danke! Bitteschön! Enten. Man hört mich ingame immer noch nicht, ne? Doch, doch. Echt? Man hört mich wieder krass. Magst du Enten? Am Ende ist das Viech ein Nagelbrett, ey. Ich geh weiter. Haben wir eigentlich irgendwo was zu essen? Weißt du, wie der jetzt gerade aussieht, der Bondo? Bin Kentrosaurus. Ich kann nicht mal auf das Force Field zugreifen. Was ist denn hier los? Bugs ist bei uns. Ja, wow. So, haben wir irgendwo was zu essen? Doch, das kann man aufheben. Hey, Bugs, wie aktivieren wir es? Gerade? Ja, ja, ja. Es leckt gerade. Niemand hebt das auf, bitte. Wie öffnet man das Ding? Ah, erst in 5 Minuten, gell? Kommst da gar nicht dran, MP. So. Ja, erst in 5 Minuten. Das fährt gleich hoch, hat den maximalen Radius und das kann, man kann es nur abreißen. Alles klar, okay. Aber abreißen erst nach Stunde 7. Das ist ein Baby. Hätte da mal eine Frage. Ja, was passiert, wenn wir es versehentlich aufheben? Babys haben nicht ihre vollwertige Gesundheit. Ja, was interessiert ihn noch? Irgendwo was zu essen? Kommst du dann her und wieder oder wie läuft das dann? Meine Pfeile kann ich nicht rausholen. Ihr hört mich noch, ne? Ja, hier, ja. Ja, aber wenn keine Antwort kommt, haben wir irgendwas zu essen? Nein. Soll ich mich schnell umbringen? Gut, dann bringe ich jetzt um, weil sonst kippe ich gleich um. Na, ich bin unmöglich. Ich bin gleich unconscious. Der Jason hat doch Futter gebrummt. Ja, ich flieg jetzt irgendwie an Front. Also in allen Schränken was. Der Front. Also lootet nicht mich. Am besten auch nicht killen. Warum? Das ist Fleisch. Das ist ja, ich wäre ja schon gleich, obwohl, ja stimmt, ich habe nicht mal einen Cooldown. Ich dachte mir, ich habe einen Cooldown, wenn ich kann. Nein, ein Lagerfeuer gebaut. Der, der es nicht geschafft hat, mir zu sagen, dass wir was zu essen haben. Leckt es gerade? Ja. Ja, es leckt irgendwie mit dir an Zeit so ein bisschen. Bisschen, Jo, alles klar. Er denkt dran, wir müssen jetzt eigentlich direkt die Base wieder umbauen, ne? Also die Picknickstation hier abreißen. Weil das bringt uns nichts, wenn wir da oben ein Tech-Schild stehen haben und die unten geradet werden. Das müsste unten aber auch noch mit rein. Da ist ein Ding. Auf jeden Fall bereiten dich komplett. Nett, hier ist Feuer hin, da kann man nicht mehr laufen. Ah. Warte jetzt. Ich hab den Bronto umgebracht. Warte jetzt erstmal kurz noch die 2 Minuten und dann gucken wir, raus. Ja. Die Picknickstation auch mit erwischt, ich denke schon. Ich kann's mir bauen. So, was brauchen wir? Oder deckt hat irgendwie einen Überblick? Manning-Pasta. Tiere. Bein fehlt. Ende. Öl. Öl, Perlen. Also Tiere. Ohne Tiere keine Ölen und Perlen. Auch keine Ölen und Perlen? Ja. Vielleicht erstmal schnell auf Teleporter gehen, wenn möglich. Am besten, stimmt, 2 Teleporter. So, Lagerfeuer steht. Ich glaube, inzwischen steht an jeder Ecke. Ah, oh, der nächste Spoiled Meat hier. Ah, da vorne stehen ja ein Haufen. Und Beton, ziemlich durcheinander, aber es läuft, ne? Ist besser als erwartet, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Hat jeder Metallwerkzeug schon? Nein. Nein, ich meinst du so nicht, weil ich gehe sterben. Viel Spaß. Ich mach mal 7 Anbruste.
Ich hab schon eine. Ich auch. Ich auch. Ganz viele haben schon welche, also. Mach gut, nur drei. Mach wenig. Gott, ich geh mal sterben. Drei Fibermesser. Andere Werkzeuge müssen ich selber dann hole. Soll ich noch weiter jagen? Ja, natürlich. Wir bräuchten jetzt. Soll ich denn jetzt auch Tiere suchen? Wegen Pain? Ja. Haben wir irgendwo eine Leiche? Kannst ja direkt mitkommen mit mir. Ja, stimmt eigentlich schon. Wenn was tamen, sag mal Bescheid, dann lerne ich das Sattel dafür. Okay. Wir brauchen noch nichts außer ein Stego. Ich bräuchte jemanden, der Öl holt. Ja, sobald wir ein Viech zum Öl holen haben. Wir haben hier nirgendwo in der Nähe was. Dazu müssen wir einen Spawn zurück. Raptore, Tamer. Ja genau, das erste Baseballschläger und Healy. Ich hätte bin jetzt gerade in den Highlands gespawnt, dass ich Pferde holen kann. In den Highlands. Obwohl, das geht sogar von hier aus. Ich wollte gerade sagen, schwarzes Gebiet, einfach an der Ding vorbei, an der Drachenschlucht, dann bin ich ja schon am Vanity-Spot. Ja, stimmt, hast recht. Brauchen wir noch mehr Eisen, ja, ne? Mhm. Ja, immer. Einfach, Ente, kannst du Taxi das an. Es ist um die Picknick-Base rum, bis hier geht's nice. Gerade so. Hab ich doch gesagt. Ja. Die letzte Foundation ja. Ist... Ja, stimmt, okay, doch, passt. Also der Loot ist alles eingesaved, sozusagen. Ja. Okay, Sarudi, wo bist du? Ich bin noch in der Base, ich mach mir gerade noch Olaf, dann komme ich. Okay, ich bin auch noch in der Base. Und eine Lederrüstung auch. Okay, ich fülle die Forge noch mit Holz auf. Beton, kannst du die mit, Eisen, Gefahr? Ja, klar, kein Problem. Irgendwie? Kann ich meine Armbrust reparieren? Ja, mach ruhig. Mach einfach. Metallzufuhr läuft. Futter? Guck mal, ich habe hier draußen Lagerfeuer vorm Schild. Ja, hab schon. Also, Rex, du brauchst auch eine Lederrüstung, ne? Ich mach schon. Okay, dann mach ich eine für mich, ne? Du machst für dich. Mach mal eine für mich vor, Red. Flak geht noch nicht für jeden. Bin gerade erst am richtigen Metall produzieren, also. Okay. Ich kann auch gerne die ganze Zeit mit Heide rum, also. Boah, leckt schon wieder. Lauf denn dann erst mit Clove rum. Clove hat nämlich, sag schon. Hitzeresistenz. Boah, das ist aber leckt wie Dreck, ey. Ja, im Moment sind halt alle mega am Ackern. Außerdem werden wir wieder die Schilde hingestellt, ne? Was er eigentlich schon nicht wollte. Ja. Schon geil. Wieso wollte der das jetzt nicht, hä? Weil normalerweise erst nach einer Stunde. Okay, ich bin soweit. Nach einer Stunde. Ja, ich muss noch kurz die Rüstung durchkraften, dann bin ich auch da. Brauchst du lange? Ja, ich habe mir vorher noch 20 Bolas gemacht. Jason, du hast Fleisch hergebrungen? Ja, in fast jedem Schrank sollte was sein. Schrank? Nee, macht's in die Feuer. Alles? Ja, nicht alles. Zwei Stacks auf jeden Fall in die Feuer verteile. Okay. Welche Schränke? Ich kann dieses Mal brauchen wir mehr Industrial. Ich hab das Fleisch gerade. In welche Richtung bist du bisher losgegangen? Ich? Richtung Weiß, also halt Richtung Schnee einfach. Okay, also den Krüppelaufgang runter. Wir nennen ihn jetzt einfach Krüppelaufgang. Hier okay. Ist auch noch Wald Mehl. Ja, ich würde sonst mit den anderen gehen. Wir brauchen Narkobären. Ah, hier sind welche. Okay. Ich würde den anderen gehen und da direkt ein paar Terrorbirds ziehen. Da sind ja welche. Ja, können wir machen. Ich bin bereit. Wir können los. Bist du? Wobei, da eigentlich ist noch zwei möglich, weil die bauen ja eigentlich immer. Jeder Brüste machen. Wer baut neben uns? GG? Ja, klar. Okay, ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste. Oh, das ist passiert. Tun sie es echt?